So. Ich bin im Erich drin. Oh Gott, was ist das? Das sieht... Pan. Ja? Willst du mal kurz... Mach noch mal und schau mal... Mach mal kurz meinen Stream auf. Okay, warte. Dreh, du musst nicht nach links drehen. Leicht nach links drehen. Ah, okay, okay. Warte. Und jetzt nach vor. Bisschen mehr nach vor noch. Nach vorne noch? Nach vorne laufen? Beugen. Ja, so. Okay, und jetzt machen wir den Stream mal. Okay, warte. Warum mache ich das? Ja, warte. I don't know. Du hast ja gemacht. Oh, warte, ich habe Werbung. Oh, für The Boys. Oh, cool. Jetzt sind ja die Boys, sind alle bei mir. Freitag, letzte Folge der zweiten Staffel. Habe ich noch nie gesehen, The Boys. Ich kenne schon immer nur, dass alle The Boys super finden. Oh, warum höre ich mich denn bei dir selber? Ach so. Oder ist es beim Erik? Link, Mann, danke für den Sub. Und oh, jetzt kommen die ganzen Leute. Was ist, Bahn, so, willst du es nicht erklären, was da gerade praktiziert wird? Bei The Boys oder was? Nee, hier gerade bei mir im Spiel. Hast kurz meinen Stream offen. Ja, ich habe noch Werbung gerade. Achso, ja. Jetzt hab ich, Pendel. So sieht das bei mir gerade nicht aus. Also bei mir sieht es genauso aus, Pandoria LP, ha? Du kleine Ferkel. Was hast du denn für einen rötlichen Bart? Sag doch mal. Pendel, mich hat das die Flamme geküsst. Ich bin ein Feuerkind. So, um was jetzt erzählen wir jetzt nicht, ne? Pussy, ich will mich nicht selber hören, das ist voll furchtbar, wer macht das? Das ist bei Erik. Oh Mann, ist das schrecklich, ich habe so eine schreckliche Stimme. Na, so schlimm ist nicht, Pan. Boah, doch, ich muss kotzen, wenn ich die höre. Aber wie gesagt, Pan, da ist ein Schweindel-Action, ist da activated, mehr sag ich nicht. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall, ja, schön. Ferkelig. Da geht er. Oh! Ja. Was? Hör mal, ja, Glas rein. Hör mal, ja. Also das hätte ich mir nicht erwartet von dir, Pando. Ich muss es sagen, wie es ist. Ja? Oh, jetzt muss ich hier einen fahren lassen in-game. Ach so. Oh, jetzt sollte der Erik aber ganz schnell weggehen. Aber ganz schnell. Warte. Ja, ich merke noch, wie es gerade durch meinen Körper kriecht. Oh, und jetzt. Hallo, guten Tag. Geh mal in den Erik rein. Ja, ich den Erik gerne. Ich habe nur gewartet, wann es losgeht. Tschub. So? Also, du bist gerade noch ein bisschen weiter nach hinten. Ach so. So? Ja, doch, von der Perspektive ist es ganz gut. Ja? Oh Gott. Ja? Ich hab grad über 200... Guck ihn an, bitte. Ach so. Bah! Ich hab grad über 2100 Leute, weil alle schauen wollten, was du für Ferkelein machst. Nur deswegen. Ach so, ja. Luska ruft. Ja. Der so. Putzi ist der Feiervater. Hast du... Alles gut? Der Erik ist nur im Klo, glaube ich. Erik! Also wir hören uns die ganze Zeit selber. Ja. Weil er wieder sein... So, das kommt was anfurzen. Was soll denn das? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So erschreckend. Ihr furzt mich hier voll, während ich auf dem Klo bin. Unschuldig, mein Urin in die Kanalisation pumpe. Ja? Ich habe mich so... Da muss ich aber auch mal... Bist du... Ja, zu Recht, verdient. Ich habe mich so erschreckt. Bist verdient? Du ein... Ich habe mich verdient? So erschreckt. Alles verdient. Ich habe alles gesehen. Ich habe daneben gestanden, meinen Kaffee getrunken, der durchgelaufen ist, während ich beim Pinkeln habe ich noch Kaffee gemacht, parallel. Ich habe mich so erschreckt. Bist du wahnsinnig? Was hast du da für eine Klingel bei dir? Das ist ein Glöckchen. Ja, und warum hast du ein Glöckchen bei dir? Ich habe ein kleines Paul für James. Achso, ich verstehe, wenn du dann Durst hast, Pan, komm mal her und dann Bimmeling oder wie? Pan heißt ja nicht James. Kaffee-Glocke. Die Kaffeeglocke. Heißt du James Pan? Das weiß doch jeder. Chicken Nuggets. Okay. Das Nuggets-Glöckchen. Wenn es nur furzen wäre. Ich habe ja die Aufnahme die ganze Zeit mitlaufen. Ich kann das hinterher alles gucken. Dark Mode. Oh. Was ist? So, ja. Leute. Sollen wir mal direkt los? Ja, genau. Ja, gerne. Hat ja lange genug gedauert, ne? Ja. Was ist eure Lieblingseissorte? Jetzt fängt das wieder an. Matcha-Eis. Echt? Erik, was ist das?
Himbeer und Nocciola. Himbeer und Nocciola. Also Nocciola ist Nuss, ne? Auf Italienisch, weil natürlich, bestellt man immer auf Italienisch. Du Italiener, du. Ich hab dich noch nie dieses Eis essen sehen. Du isst immer Schokolade mit Fett. Das Fett liegt nur daran, weil du das Eis vorher angefasst hast. So. Oh, gut, kommen wir jetzt mal bitte zum... Oh, weißt du was? Ja. Komm, wir düsen wieder hier hin. Rein da. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay. Oder? Habt ihr eure Sachen hinzugefügt? Ja. Weiß ich nicht. Ich habe leider nicht mehr alles, weil ich ein bisschen gestorben bin. Taschenlampen 3 von 4 reicht, oh. Ja. Thermometer 1. Ja. Geisterbücher, brauchen wir wirklich 2 Geisterbücher mit? Kannst du eins rausgeben. Eins nur. Geisterbox kannst auch, reicht auch eine. Hm? Futterbrett kannst auch. Macht bei allen nur eins, oder? Sollte ja reichen. Silver, danke für die 500 Pitzel. Also so, die starke Taschenlampe. Habt ihr auch starke Taschenlampe oder habt ihr normale Taschenlampe mitgenommen? Oh, ich habe ja voll viel Geld. Ich nehme mal die starke Taschenlampe. Kauf mal die starke und pack die mal mit rein. Schwach sind wir nicht. Okay. Kauf. Gut. Warte. Futterbrat vielleicht weg. Da. So, ganz kurz. Wenn ihr Pan oder irgendwen nur auf dem rechten oder linken Ohr hört, das ist Ingame-Voice. Das heißt, ihre Figur steht gerade rechts von mir zum Beispiel. Deswegen höre ich sie rechts auf der rechten Seite. So, deswegen. Wir haben sehr viel Sachen doppelt. Ist okay. Ich würde euch nur aufmerksam machen. Ne? Ist egal. Okay. Lieber haben als brauchen. Ne? Das warum alles streamt gut. Gronkh nicht Pan? Scheiße, bei mir im Chat, ich stream doch gerade. Schrei doch nicht so in der Lobby. Schrei doch nicht so laut. Ich weiß, du bist begeistert. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Wir sind in ein Horrorspiel drin. Jeder, der jetzt im Bett liegt mit der Decke über dem Gesicht. Schönen guten Abend. Kann man doch mal sagen. Hören Sie, warum schade spiele ich mehr? Hallo. Sivat, vielen Dank für 500 Bits. Sivat. Ich liege im Bettchen. Fluffy Kitten ist auch sehr gut. Warum ladet das Spiel so lang? Was ist das für ein Käse? Hallo. Spiel ladet ewig. Warum? Hallo. Wo bin ich? Leute, sind die anderen schon im Game? Die wehen kleine Mäuschen. Der Erik ist schon im Game. Ich bin nicht im Game. Bei mir ist das Spiel abgestürzt. Leute, ich glaube, bei mir ist das Spiel abgestürzt. Könnt ihr das beim Erik schreiben? I don't know. Jetzt bin ich da. Ich bin da. Ich dachte, bei mir ist das Spiel abgestürzt. Okay. Okay, auf einmal sind die Ziele auch da. Okay. So, warte, ich schaue alles ein bisschen lauter. Jennifer Miller. Wem? Warte mal. So, guten Tag, Arbeitstag Nummer 2. So. Bin bereit. Seid ihr bereit? Ja, sehr bereit. Seid ihr wirklich? Okay, gut. Jetzt trotzdem mal sicherheitshalber aufwillkommen. Erik, vielleicht eine kleine, Moment. Erik, eine kleine Motivation für uns. Pan, jetzt hör mal zu. Ja. Motivation. Ja. Motivationsrede, Erik. Frauen und Männer. Ja. Wir haben viele Jahre lang haben wir uns vorbereitet auf diesen Moment, auf diesen gloriosen Moment, ja. Heute werden wir Geschichte schreiben und wir werden Ärsche treten. Ja! Oh ja. Ja! Und Dinge werden passieren. Und habt ihr eure Sachen? Jennifer Miller. Ja. Kruzifix. So. Oh, Kruzifix, ich freue mich schon. Wo war jetzt? Jennifer Miller hat mich damals in der Schule immer gemobbt. Ja, die hat mich immer gemobbt mit ganz anderen fiesen Kindern. Und heute kehren wir zurück und jetzt zahlen wir es ihr heim. Heute bist du froh, dass sie nicht Jennifer mehr lebt, Miller. Oder wie? So. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Perfekt für die Schule. Also da würde ich sagen... Schade, dass der Tobi nicht dabei ist. Pandore, das ist doch perfekt. Ne? Da freue ich mich doch. Ganz kurz. Wir brauchen EMF-Reader, wir brauchen Kruzifix und wir müssen Zeuge eines Geister-Events werden. Da mache ich mir keine Sorgen. Okay. War das hier der richtige Knopf? Ganz kurz. Okay. Ganz kurz, Stream auch. Ist die Lautstärke von Pan und Erik und mir alles gut? Oder irgendwie im Laut, irgendwie im Leiser? Ich hab mein Kruzifix nicht mehr. Hat das irgendwie von euch? Wir müssen ja eh alleine bleiben. Nein, du hast das Kruzifix nicht mehr? Oh nein! Nee. Ey, weißt du, was cool gewesen wäre, wenn der Tobi einen Reactor von so einem Stream gemacht hätte? Ja, vielleicht nehme ich eine Taschenlampe mit, wa? Passt Pan etwas leise. Pan wird lauter gestellt, aber sicher. Was? Jetzt, okay. Jetzt war es ja laut. Okay, wir haben kein Kruzifix, ne? Beide etwas lauter. Okay, beide. Ja, das ist nicht gut. Na gut, dann können wir das mit dem Kruzifix wohl nicht machen. Schade, das ist ein bisschen doof, weil du weißt, ja gut, man, deswegen sollten wir alles mitnehmen, ne? Hat jemand den Empf mit? Den Empf-Reader? Ja, ich habe ihn natürlich. Salz brauchen wir nicht, ne? Nee, Salz brauchen wir nicht. Okay, dann lasse ich aber... Leute, es geht los, komm!
Warte mal, ich nehme die Temperatur-Ding-Pistole mit. Ja, super, super. Temperatur ist super. Ja. Genau, okay. Echt, die brauchen wir doch gar nicht für die... Naja, wenn es kalt wird, dann... Die Schule? Ja, natürlich die Schule. Ist aber riesig. Okay, Erik, ich habe aber Angst. Warte mal, starke Lampe. Habt ihr Hausaufgaben gemacht? Ich musste mal zurück. Die Pandore hat ihr Lunchpaket im Bus vergessen. Sie kommt zu spät zu Sport. Ja, das ist ein Turnbeutel, vergessen die Pan. Wir müssen heute um den Löwenwall laufen. Was ist denn das? Was war denn? Also, Löwenwall war in Braunschweig so ein Ding, da muss man immer 10 Runden rumlaufen. Das war so ewige Strecken. Okay. Was hast du am liebsten in Turnen gespielt? Zur dritten komm. Kannst du ein Foto von mir am Putzi machen, hier als Erinnerung? Jetzt sind wir da. Was? Geht schon. Es wird ein schönes Foto. Ich bin ready. Ja, hab Foto. Und schön. Zeig mal, ja, warte. Guck. Oh, lol, ich seh's sogar. Lol, man sieht sogar. Hä? Ja, hab ich schön gemacht, ne? Erik, du bist drauf. Also wirklich, wenn ich dich nicht kenne, Ich bin Modelfotograf, ich bin nicht aus Erik. Ich hab da Erfahrung. Wahnsinn. Sehr gut, ja. Oh. Weil ich wollte OnlyFans-Fotos machen demnächst, Erik. Also ich glaube, ich weiß, wo ich mich wenden soll, ne? So, ja, sehr gerne. Ja. So, wem haben wir... Ich glaube, hier wieder aufteilen, oder? Nee, wie machen wir es am besten? Also der Geist meldet sich ja eh nur allein, also wir müssen uns eh aufteilen. Ja, deswegen glaube ich, bleibe ich gerne bei jemandem zweiten. Und das wird die Pan sein oder der Erik. Nee, okay, sollen wir uns aufteilen? Ja, ihr sollt mal auf jeden Fall. Wisst ihr den Namen vom Geist noch? Also nee, ich hab wirklich vergessen. Wie heißt er? Ich hab den auch vergessen. Wie heißt er? Wie heißt der blöde Geist? Super, haha, du blöder Geist. Ja, hey, wie hieß er denn? Oh ja, komm, warte mal. Jennifer. Ich mach bei mir kurz mein Licht da aus, warte mal kurz. Jennifer? Jennifer Miller, kann das sein? Jennifer Miller, kann das sein? Ich bin auf dem Weg zum Wagen nochmal. Kann Jennifer Miller? Jennifer Miller. Ja. Okay. Die Am Anfang passiert ja eh noch nichts erst. Nein, naja, gut, das sagst du. Bahn, auf einmal fliegt der Geist daher. Ich habe keine Angst. Sie kriegen das schon hin. Ja, ich habe Angst. Hier steht ein Telefon im Klassenraum. Sehr verdächtig. Okay, jetzt habe ich aber Angst. Hase, ich habe eine Frage. Oh. Nein, bitte. Okay. Tobias Fulk, bist du da? Tobias Fulk, gib uns ein Zeichen. Oh Gott, Leute, es ist aber so unheimlich. Hier wurde ich immer gemobbt, ich erinnere mich. Als wäre es gestern gewesen. Es wäre schön, wenn man nicht beisammen ist, wenn der Voice Chat hier der Funk allein Auto angehen würde. Das wäre schön. Ich habe ein bisschen Angst. Möchte wer Gesellschaft leisten? Ihr müsst den Namen sagen gleich. Da war gerade was ganz Leises. Jennifer Miller, bist du da? Ja, die Jennifer antwortet nicht. Oh. Die ersten 5 Minuten passiert ja nichts. Ne? Ach so, 5 Minuten? 5 Minuten nach Tür öffnen. Jennifer Miller, gib uns ein Zeichen. Jennifer, die hat doch damals schon immer Schule geschwänzt. Jennifer, bist du auch schon da? Oder wird's kalt? Ich hab ein Thermometer, wenn's kalt wird, ist der Geist in der Nähe. Jennifer ist hier im Chat. Hallo Jennifer. Ist es wieder soweit? Was denn passiert, Erik? Hallo Flocke! Backseat Gaming kickt wieder rein, die Leute können es wieder nicht lassen. Okay, sie ist da. Telefon, sie ist da. Oh, warte, ich komm zu euch, bleibt bitte vorsichtig. Ihr habt Angst. Wartet, geh. Wartet's doch. Hier waren wir noch nicht. Bist du da? Wo sind die denn? Seid ihr oben oder unten? Wir sind gerade oben. Ah, danke schön. Also ich, wo die Pan ist, weiß ich gerade nicht. In so einem Raum, wo wir noch nicht drin waren. Aber Erik, du bist eher alleine. Eigentlich müsst ihr gleich zu dir, oder? Hallo Flocken nochmal. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Ich ruf erstmal nach ihrem Bitten. Erik? Ja? Buh. Spring.
nicht mit uns. Oh, da ist aber dunkel. Warte. Ich weiß nicht, warte, ich hab mein Thermometer, ich komm. Erik, hast du dir geantwortet? Nö, sag mal, lauft ihr zusammen rum? Nee. Okay, nee. Ach so, hallo. Ah, okay, hi. Hier, guck mal, der Raum, da waren wir noch nicht drin. Stimmt. Wollen wir nicht irgendwo mal das Licht aufdrehen? Komm, lass mal Licht aufdrehen irgendwo. Ja, hab ich gerade. Oh, da drin ist kalt, da drin ist gerade Minus gerade hier drin. Oh, hier ist kalt. Ja, warte, ich geh mal rein mit den... Ja, okay, gut. Also, das trifft sich hier gut, weil man muss hier alleine rein. Ah, okay. Hallo, Leute, könnt ihr vielleicht auch mal hier reinkommen? Ah, oh Gott! Mann! Dienst. Okay, ich hab EMF. Lass zu, Pa. Halt die Kamera bereit. Ja, aber es muss doch nur einer sein. Ich werde ihren Namen sagen, okay? Einer muss rein, Erik. Okay. Nein, lass die Tür, ich muss doch ein Foto machen. Lass die Tür offen. Okay. Ja, aber ich muss Foto machen. Okay. Jennifer Miller, gib uns ein Zeichen. Den Namen nicht zu oft sagen, ne? Warum? Gib uns ein Zeichen. Soll ich mal kurz mit ihr reden? Ja, mach mal. Wollen wir tauschen? Dann gehe ich mal kurz rein und mach mal kurz hier, die Geisterbox. Ich muss aber das Licht ausmachen, ne? Vergiss. Ja, stimmt, ja, das Licht ausmachen. Ihr wartet da raus. Danke, Putzi. Ja. Vielen Dank. Kein Problem. Erik, es... Könnt ihr mal die Tür auflassen? Bist du da? Guck mal. Bitte melde dich. Sat.1 Frühstücksfernsehen. Sprich mit uns. Erik, Foto, Erik. Schau. Foto, Erik. Wovon? Da ist ja nix. Ja, da muss warten, oder? Die Gefriertemperaturen bitte eintragen in das Journal. Minus, oh ja, das habe ich mir noch vergessen. Minus, ja, minus 10 Grad, ja. So. Können wir dir irgendwie helfen? So. Zu einem Wunsch. Stimmt. Was knarzt denn hier? Bei der Pan geht's gerade los. Licht ist aus. Siehst du da? Wo? Siehst du da? Wo? Siehst du da? Ich weiß, ich hab's gehört, Herzschlag war gerade da bei mir. Oh, ich hab's hier nicht gesehen. Ich geh nochmal rein. Herzschlag war gerade da. Jennifer, ich bin's, dein Liebling. Wer hat dich getötet? Kannst du uns das sagen? In dem Raum. Oh, es ist drauf wieder kalt. Okay. Jennifer? Was? Bist du böse? Bist du da? Sprich mit uns. Was ist deine Lieblingsfarbe? Oh, ich hab was gehört. Ich hab auch was gehört. So ein Step hab ich gehört. Ich hab auch ein. Ja, hab ich auch. Ich muss den Namen sagen. Oh, was ist denn hier los? Huch! Was ist passiert? Oh, da war eine richtige Wolke jetzt gerade. Ja, das war ein Hauch. Ei, was? Oh, ja. Furz von vorhin. Habt ihr irgendeinen Herzschlag gehört? Leute, Jack hatte den vorhin. Ich glaube, es müsste einer alleine rein. Also, das geht. Ja, ich mach schon. Okay, pass auf. Gib uns ein Zeichen. Boah, jetzt hier schreckt. Okay. Ich glaube, es muss wirklich alleine rein. Aber du hast die Kamera, was ein bisschen doof ist, ne? Aber die Tür kann doch offen bleiben, eigentlich. Ich weiß nicht, kann die Tür offen bleiben? Also theoretisch ja, wir dürfen nur nicht im Raum sein, ne? Na dann. Ein Zeichen. Erik muss. Da steht. Also soll vielleicht wirklich. Ist noch kalt? Okay, ist immer noch kalt. Vielleicht Tür zu einfach? Wirklich? Also Tür zu, ich gehe mal kurz in den Nebenraum. Ob da auch vielleicht irgendwas? Ich glaube, es ist da schon drin. Ein letztes Mal den Namen, dann lass ich rein. Ich mach mal Tür zu, Pan, probier mal. Jennifer Miller, gib uns ein Zeichen. Ich glaube, es ist schon da drin. Namen. Sie sagt den Namen. Ja, das ist gut. Damit der Geist drauf. Der wird aber sauer. Ja, aber ich kenne die hat mich früher gemobbt, wenn man ihren Namen sagt. Die oh, siehst du, sie ist da drin! Sie ist da drin! Nee! Warte, Tür auf, Mann! Aber jetzt gebe ich Foto! Jetzt macht ihr das mal! Gib mir Foto! Oh, ich muss pinkeln. Okay, warte mal, dann mach Erik rein. Ja, der muss gib uns ein Zeichen. Mach mal ganz zu. Ja, ich hab. Ich glaube, wie gesagt, die Tür muss zu sein, glaube ich. Bei mir ist die Tür noch auf. Ja, mach du. Gib uns ein Zeichen. Wir haben dich sehr lieb. Das mit damals tut mir leid. Ich weiß, du wolltest mir nichts antun und du warst das Opfer widriger Umstände. Aber ich glaube... Bitte zeige dich. Oh, hörst du das? Ja, es hat geknarrt. Es hat geknarrt. Bitte zeige dich.
pass auf. Gib uns ein Zeichen. Foto, komm Erik, gib. Ich hab Foto. Mach Tür, die Tür ist geschlossen. Komm rauf. Oh, ich hatte vor. Ich hab Foto, glaube ich. Echt? Nein, ich hab kein Foto. Ich hab das Ding angemacht. Ich war aufgeregt. Jennifer, sorry. Ich dachte, ich hab ein Foto gemacht. Ich war so aufgeregt gerade. Entschuldigung. Sie war da an der Ecke. Erik, du schaffst es. Erik, du schaffst es. Oh. Lass dich nur nicht entmutigen. Oh, ich war gerade. Geht schon, Erik. So. Toi. Ich bin aber gleich tot, ne? Ja, danke. Soll ich das? Putz, ich geb dir mal die Kamera. Ja, gib mal. Oder willst du? Ernsthaft? Nein, du musst sterben. Na, ich hab noch mehr. Komm. Okay, Erik. Bitte zeige dich. Nehmen wir wieder zu. Komm, oh, Pan. Was? Ist der doof? Pan, ich hab ne gute. Pan, komm. Warte. Ach, warte, ich muss Erik zuhören, ne? Bitte zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wir sind echt nett. Abonnier meinen Kanal. Twitch Prime. Twitch Prime is not a crime. Zeige dich uns. Gib uns ein Zeichen, bitte. Sag den Namen. Lass mich in Ruhe. Erik, komm. Hast du den EMF-Reader? EMF? Nee, ich hab nur Kamera und Geisterbox. Damn. Okay. Zeige dich, Entität. Jennifer, Fischers Fritz fischt frische Fische. Okay, ich hol mal kurz das Buch. Warum das Buch? Sehr schüchtern. Dieser Geist, wie soll den Stift halten? Pan, komm zurück. Du bist sehr schön. Wir beurteilen dich nicht nach deinem Äußeren oder deinem Lebenszustand. Im Chat steht gerade, komm bitte tapfer. Deine Leiche riecht sehr gut. Ich möchte mit dir ausgehen. Aber du musst dich zeigen dafür. Erik, vielleicht gib uns ein Zeichen. Irgendwas Charmantes, Erik. Vielleicht Ich hol mal kurz das Buch. Sie ruft gerade an. Hab das Telefon mal fotografiert. Geht nur einmal klingeln lassen. Okay, ich muss ganz kurz hier mal wieder raus. Lass diese Tür nach innen aufgehen, wird mich das umbringen. Soll ich probieren? Weil ich hab's. Pan, schau mal, wie viel Sanity ich hab. Und wie viel wie viel Sanity Erik hat. Okay, mach. Okay. Ja, ich muss ein bisschen ausruhen. Oh. Ja, ich weiß, aber wie war es da drin? Erzähl mir alles, Erik. Wie war's? Du, es war kalt, aber gleichzeitig stickig. Und ich habe ihre Präsenz gespürt. Es hat überall gekribbelt. Und manchmal, ich hatte das Gefühl, dass der Wind mich manchmal angefasst hat. Unsittlich. Echt? Der Befehl. Oh. Jetzt ja. Jetzt hör doch mal auf, ja, anzurufen, Mann. Kenne ich jetzt dieser Ruhe. Ja. Pan, wie schaut's aus? Lass doch nur einmal bimmeln und leg dann auf. Richtig. Was soll das? Komm, einen Moment. Achso, warte, Pan, sagst du uns irgendwie. Ich bin nicht fuchsig. Erik, keine Sorge, du hast es super gemacht. Der Zuschauer. Also, Erik hat 54, aha, du hast 52, ich hab 55. Was? Warum hat Erik? Wie hast du denn weniger als ich? Wollte fragen, du warst doch da drin. Schade. Weiß ich auch nicht. Ich fühle mich auch nicht mal so gut. Ich frag mich mal, vom Zuschauer allein wird mir schlecht. Soll ich nochmal die Filmkamera mitnehmen zur Sicherheit? Ja, nimm mal. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Nimm mit, oder ja. Will einer von euch Sanity-Pillen haben? Ja, nimm auch mit. Nee, brauch ich nicht. Also ich würde gerne reingehen. Bin besser, wenn ich durch bin. Ich würde gerne mal rein. Ich muss den EMF-Reader erstmal hier lassen, ne? Ich würde gerne mal rein. Ich antworte die ganze Zeit und drück nicht B. Hm? Ich würd gerne mal rein. Willst du rein? Ja, gerne mal. Soll ich die Fotokamera? Ja, mach mal. Ich will einmal. Oh, dann hier. Mit G, glaube ich. Willst du was von mir haben? Ich komme jetzt mit. Ja, gib mir ruhig was. Hier. Das ist die Temperatur. Oh, okay, Erik. Oh, ja. Im Chat steht Stärke 3, geht noch, da ist der Geist noch nicht. Ja, eben. Warte mal, Putzi, kommst du mal kurz? Ja, ich bin da. Kommst du mal kurz? Ja. Kannst du mal kurz hier ins Röhrchen pusten, bitte? Ja. Oh, minus 10. Nein, ich bin gar nicht durch, Erik. Alles super. Mir geht's wunderbar. So, Erik. Du bist sehr nüchtern. Ich bin sehr nüchtern. Erik, jetzt pass auf. Ich habe nur Cola-Krachel gegessen. Jetzt, achten, pass auf mich auf. Sag Bescheid. Erik, remember me. Strom geht rein jetzt. Ich gehe hinein. Remember me, Erik. Okay, ich komme mit dem Buch. Oh, ihr habt keinen Strom. Ich mache mal kurz Strom. Nein, wir brauchen keinen Strom. Oh, danke schön, aber Strom wird überbewertet. Remember me. Ja. Remember me, meinem. Achtung. So, jetzt bin ich drin. Jennifer, ich bin's doch, den du willst. Jennifer. Ich bin für. Jennifer! Williams! Schön, dass Sie da sind. Oh, fuck! Jennifer! Geh mal ran. Ja, ich geh mal ran. Jennifer? Hallo? Jennifer? Oh, ja, ich bin da. Jetzt ärgert sie doch nicht so. Nee. Gib mir ein Zeichen.
Gib mir ein Zeichen. Meine Lampe flackert. Meine Lampe flackert. Sie ist da. Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Sie ist drin bei mir. Nein, sie ist draußen. Sie ist draußen. Sie ist draußen. Sie kommt zu uns. Sie kommt zu uns. Sie kommt zu uns. Hey, sie kommt raus? Sie versteht kein Österreich. Steht bei mir im Chat. Was ist denn das da? Ja, sie sind da. Ich mache ein Foto. Komm, zeigt's mir's. Jennifer, ich bin da, nimm mich. Jennifer! Putzi war schön, tschüss. So, ich bin wieder da, Putzi, einen Moment. Ich bin. Okay. Na? Es war wirklich widerlich. Wer von euch möchte die Sanity-Pillen haben? Naja, wer hat weniger? Oh Gott. Okay. Also, ich glaube, ich war gerade drin, aber vielleicht kann auch Erik wieder rein. Oder Pan, du geh mal rein! Pan, du hast sicher am meisten Sanity von uns allen noch. Oder? Pan! Ey, wir müssen nochmal. Ich glaube, es könnte sein, dass sie den Raum gewechselt hat, weil sie rausgegangen ist. Erik, schau mal mit dem Thermometer. Ja, alles. Alles schön warm hier, alles mollig. Aber die war unheimlich, sag ich dir. Ah, nee, sie ist immer noch in. Nee. Links. Da, sie ist immer noch da drin. Sie ist wieder zurückgegangen. Hat sie was? Wird sie sauer? Ich hab keine Ahnung. Wird sie sauer? Ich weiß nicht, Erik. Geht Erik in die Fuge, dass die Kamera nicht mehr hat. Da ist sie. Oh, da ist sie. Foto. Ja. Bahn, renn. Bahn, renn die Treppe runter. Sie ist hinter dir her. Oh, Erik! Erik, ich bin tot! Erik, remember me! Twitch Prime! Ich bin tot. Ich bin tot. Irgendwer muss sich ja opfern. Ich war's. Die Jennifer. Aber jetzt bin ich mit der Jennifer zu. Da liege ich gerade. Schaut, wie ich beängstigt da drin link. Aber Jennifer, jetzt bin ich bei ihr. Bei der Jennifer. Und wir beide gehen jetzt spazieren und gehen über eine Blumenwiese. Aber ich hab die ganzen Fotos gemacht, das hat kein Foto gemacht, weil du es auf Jenny gesagt hast. Wer ist ja ihr Name? Ich war die ganze Zeit gerade cool. Und danke, Mr. Batziel, für den Prime Sub. Mr. Batziel, gebt mal dem Batziel ein Willkommen. Und Flocke, schön, dass du da bist, freut mich wirklich. Ja, jetzt gehen die? Leute, was ist mit euch? Haben wir denn irgendwelche Readings von ihr, außer Temperatur? Spinnt hier? Hallo? Der Wurm ist tot. Wo geht's da hin? Ja, das machen wir mal. Hallo? Gemütlich, ne? Der Wurm ist tot. Leute, seid jetzt deppert. Hallo, ich bin am Leben. Ich werd Kapuzenwurm immer in die Ehren halten. Ja. Jetzt halt doch mal die Fresse. Oh, danke für den Twitch Prime, Mr. Barzil. Hallo, ich bin tot. Wollt ihr nicht ein bisschen trauern? Oder vielleicht, weiß ich nicht, eine traurige Geige spielen? Hallo, ich bin gestorben. Man könnte geopfert für das Team. Na sicherlich, irgendwer muss es tun. Jennifer Miller! Was ist jetzt mit ihr? Hat sie einen Schlaganfall oder was? Jetzt komm! Pan wieder rein da! So, jetzt gehen die alle raus? Ihr Feigenschweine, ich werde euch jagen in euren Träumen wollen. Anders, warum nicht aus der Schule kommt? Muss nachsitzen? Ja, da war die. Ja, warte mal, die sind alle am Arsch. Die sollen fahren. Komm, wir fahren nächste Runde. Jetzt reicht's aber. Ich fand es lustig. Mr. Barziel, ich nicht. Ich fand's schaurig. Der Geist war da. Hast du gesehen, wer geschaut hat? Ich nicht, weil ich tot bin. Die sollten zurückgehen. Die sollten zurückgehen. Die Jennifer kriegen wir nicht. Alte, die guten Namen sagen, kriegt. Kann man als Geist mit den Namen sagen, sie immer noch zurückgehen? Ich glaube nicht. Weil du bist ja, ich bin ja tot, ich bin nicht mehr würdig, mit in der Welt der Lebenden und Toten zu reden. Also, Gefriertemperaturen, wem könnte es noch sein? Das könnten alle sein. Nee, Moment. Welcher Geist, warte mal, habe ich ein Foto? Doch, habe ich. Ich habe ein Foto gemacht. Hallo, Pharao. Ich habe ein Foto gemacht, hier, Geist. Was könnte das für ein Geist sein? Also sie ist nur alleine. Sie war alleine. Was könnte das für ein Geist sein? Also es war kein Oni, kein Jure, kein Dämon. Schüchterner Geist. Ich glaube, es war eine Shade. Weil es war dieser... Gibt's nicht mehr.
Was können? Heute rennen sie wenigstens so schnell durch. Ja, aber was ist das für ein Geist? Warte mal. Marie, seine, ne, ist wieder erzählt, das Mensch. Nee, das war's nicht. Jin, was auch nicht. Was war das für ein Geist? Eine Banshee? Vielleicht war es eine Banshee, weil ich alleine war. Warte mal, aber hat Banshee? Gefriertemperatur, das könnte sein. Es könnte eine Banshee sein. Vielleicht eine Banshee. Ich habe Todesvogel auf Tsushima. Danke für deinen Sub von vorhin und gute Nacht, mein kleines Vögelchen. Schlaf gut. So, keine Banshee? Warum keine Banshee? Da stimmt doch alles zu. Wo ist Shade? Shade gibt's ja nicht. Es gibt. Ich glaube, es war eine Banshee. Eigentlich Kapuze war die Runde schon mal nicht im Post. Das kann ich. War ich nicht. Banshee geht nur zu einer Person. Aber. Ach so. Okay, was könnte es dann sein? Poltergeist war es nicht. Ich sage immer noch Banshee. Ich sag Banshee. Jurai? Die sagen Jurai. Okay, dann glaube ich denen, weil die sagen Jurai, dann immer Jurai. Warum keine Banshee? Warte mal, Jurai? Was macht die Jurai? Jurai? Was für ein schöner Name, da bin ich auch sauer. Jurai ist ein Geist in den Stärken. Jurai haben wahrscheinlich einfach so ein Geist. Aha. Wenn sie den Raum des Jurai ausrechnen. Okay. Was ist mit Erik los? Hat er was getrunken oder wie? Pan, schau mich jetzt einmal genau an ins Gesicht. Pan, ich bin tot. Pan Doria LP. Ich habe Jurai eingeloggt. Habe ich gemacht. Jurai. Ungefähr Temperaturen. Jetzt habe ich's. Jetzt gehen sie wieder rein? Alter, ich bin gelangweilt. Kommt. Ah, danke. Wow. Da haben sie richtig gute Taten vollbracht. Jurai, es war ein Jurai, siehst du mal. So wird's oh, gemacht. Ich habe ein Foto. Ja, der hat gute Fotos gemacht. Ich habe ein Foto gemacht und ich sage euch, es war schrecklich. Alleine da drin. Oh Mann, es tut mir leid, aber ich will so gerne das Foto sehen. Ich habe nur einen Schatten gemacht. Nur, es war nur ein Schatten. Ah, okay, aber auf dem Foto war sie wohl trotzdem drauf. Ja, genau. Es war da, ja. Ich bin auf dem Foto tot. Siehst du das? Ich existiere nicht auf dem Foto. Da fliegt mein Reader rum. Also, die ganze Zeit der Geist? Das hat mich schon beide drauf. Das hat mich schon traurig gemacht von euch beiden. Das muss ich sagen. Nee, bei mir sind beide drauf. Also, okay. Sieht gut aus. Was nehmen wir noch? Ja, so, nicht wundern, in der Lobby Pan geht pinkeln und in der Lobby sind die Mikrofoneinstellungen mal ausgehebelt. Das heißt, die sind alle sehr laut. Genau, nicht wundern. Ja, es liegt nicht an uns, es liegt am Spiel. In der Lobby sind alle immer sehr laut. Genau. Aber das, so. Ich mein, wir haben auf jeden Fall gut gecashed, ne? Das haben wir. Ja, $70, nice, kann sich sehen lassen, mal wieder guter Kurs. Da geht sich schon ein PlayStation-Spiel aus. Ja, na, nicht mehr, ne, die kostet ja $90 dann. Echt, sind sie so teuer geworden? Weiß nicht, aber die sollen ja teurer werden, ne, für die PlayStation 5, die sollen, glaube ich, dann teurer werden. Aber ich verstehe das auch, also ich finde sowieso, dass oft Spiele zu billig sind, ne. So, ich nehme jetzt auf jeden Fall. Darfst du aber im Stream nicht sagen, sonst sofort die Hälfte der Zuschauer weg. Das stimmt. Ich habe hab Kruzifix hinzugefügt, weil man das hätte mal gebraucht. Oh, sehr gut, ja. Und was brauchen wir noch? Ich habe $162. Starke Taschenlampe. Ja, Parabol, geht ein. Dann gehen wir mal essen. Ja, warte mal, Sanity-Pillen verbessern ihre. Soll ich Sanity-Pillen holen? In größeren Orten sind sie ja von entscheidender Bedeutung, aber. Ja, soll man die holen? Ich weiß nicht so genau. Wir haben so viele Sachen, die wir noch nicht, zum Beispiel dieses Parabol-Mikrofon, gut, das können wir noch nicht, aber es gibt viele Sachen, die wir noch nicht gekauft haben. Level 6, die können wir noch gar nicht kaufen, glaube ich. Stativ, Räucherstäbchen, was wurde denn hier gerade freigeschaltet? Das können wir. Ja, ich meine, Sanity-Pillen sind richtig teuer eigentlich. $45 ist schon viel. Kopfkamera, nice. Knicklicht. Salz, $15. Was ist denn das für spezielles Salz? Das ist mit Jod-Kristallen. Das muss ja heilig sein. Eine Sache verstehe ich nicht. Sind wir echt immer noch Anfänger, weil das ist immer alles zu low. Ja, wir sind noch Anfänger, klar. Nö, da ziehe ich nicht ein hier. Die Pan will gleich. Wir sind richtige Kacknoobs. Ah, Kerze. Komm, ich mach einmal zwei Kerzen. Aber stimmt, wann kommt die echte Challenge? Ich glaube, okay, ich will mal kurz was testen. Wenn ich jetzt hier hinten hingehe, bin ich automatisch an der Tafel. Was? Okay.
Okay, ich finde das Knicklicht für den Geister-Rave immer so witzig. Dann kaufen wir die Knicklichter. Wenn das bei mir im Chat gesagt wird, dann kaufe ich ein Knicklicht jetzt. Ja, habe ich auch eins gekauft. Sicher. Ich habe die schon Level up, ich noch nicht. Oh, ich würde sie gerne Parabol-Mikrofon und Infrarot. Nee, das ist Level 7. Ja, das heißt, Level 7. Das können wir noch nicht. Level 6, Level 7, das ist noch zu hoch aktuell. Genau, ja. Audiosensor. Da können wir Knicklicht. Sanity-Pillen könnte ich holen halt. Aber ich weiß nicht, ob die Sanity-Pillen... Benutzen wir die überhaupt? Weil wir sind ja echt schnell in der Schule unterwegs gewesen. Ne? Das Ding ist, ich glaube nicht. Also ich glaube, sie lohnen sich nicht. Das, wir haben nur kein Kruzifix leider gehabt, aber. Oder? Ja, das stimmt. Das hast du jetzt gekauft. Hast du gekauft? Jetzt habe ich ein Kruzifix, ja. Super. Das nehme ich wieder. Der Pfarrer kommt wieder. Ich kaufe auch mal wieder ein Stativ für die Videokamera. Das sicherlich. Vielleicht einen spontanen Vlog dort aufnehmen, ne? Dann braucht man ein stilles Händchen. Wäre ganz gut, dann können wir uns auch mehr leisten im Ausrüstungsladen. Ja. Bewegungssensor als Taste steht noch im Chat. Könnt ihr bitte alle unser Geister-Vlog auf YouTube dann einfach ein bisschen hochpowern durch Views und vielleicht mal liken und so, damit wir uns bessere Ausrüstung leisten können? Das wäre sehr nett, wirklich. Ja. Bitte, also wenn ihr das Video liken könntet und so, dass wir echt super und kommentieren und also einen netten Kommentar da lassen. Ja. Genau. Das ist ja ganz toll. Was ist denn euer Lieblingsgeist? Das ist eure Liebling, ja. Was soll die? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, macht doch mal. Ja, genau. Obwohl, ich finde immer lustig. Bei mir stehen immer in den Kommentaren irgendwie ein Kommentar für den Algorithmus. Sowas steht da vor. Ja. Das finde ich immer ganz nett. Das finde ich auch gut. Das ist ganz cool, aber ich finde immer, dann steht immer nur in den Kommentaren hier ein Kommentar für den Algorithmus. Das steht. Ja, aber. Das ist besser als gar kein Kommentar, aber trotzdem freue ich mich immer über Kritik. Weißt du, was ich meine? So, sie spielt da Bob Stone. Ich freue mich über Lob. Echt? Also ich freue mich auch über Lob. Nee, Kritik im positiven Sinne. Kann ja sagen, hey, das Video hast du so, also, ne? Nicht jetzt negativ gemeint. Alter, Uhrenkopf! Dankeschön, der Uhrenkopf schon wieder! Einfach, was ist mit diesem Uhrenkopf? Putz ist mein Lieblingsgeist. Einfach, seit Tagen läuft der Mann amok. Mit dem Pan-Geist, was? So. Wir werden gerade Geister gespammt. Boah, Leute, ich bin bereit. Ich will jetzt, dass wir eine. Achso, bei mir ist immer noch Emote-Chat. Ich weiß. Oh. Ich will auf jeden Fall keine Dingens mehr haben. Wem willst du nicht mehr? Wollen wir das Apartment haben? Das Apartment? Also, ich finde, die Schule ist zu groß. Ja, okay, ja, wir können aber was anderes machen. Achso, ich kann den Job gar nicht wählen. Ich kann einen Job wählen. Roadhouse mache ich mal, ja? Ja, mach das Roadhouse. Richtig. Ich würde so gerne mal Sperrips essen. Sperrips? Habe schon lange nicht mehr gegessen. Boah, habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Ja. Sperrips mit so richtig geilen Pommes. Ja, Mann. Und so eine richtig nice Soße zum Einsauen dabei. Ja. Ey, Leute, ich will hier fortgeschritten haben, ja? Liebe Mods, ich hoffe, das wäre okay. Können wir vielleicht den Emote-Chat in den Runden machen, aber zwischendurch in der Lobby dann wieder normalen Chat? Damit Leute uns einfach immer sagen können, wie gut wir wieder gespielt haben? Das finde ich gut. Das wäre toll. Juli, ich danke dir. Wenn die Leute sagen, wir haben schlecht gespielt, schnell wieder Emote-Chat, ja? Das wäre wichtig. So. Ketobär, danke für 500 Bits. Dankeschön, Ketobär. So, Feuer. Ach ja, haben wir eigentlich noch ein Feuerzeug? Also, wir müssen ready machen, Erik. Das Teil ist doppelt so groß wie die Schule. Haben wir ein Feuerzeug fürs Räuchern, falls wir räuchern wollen? Das ist eine gute Frage. Feuerzeug, wir haben. Guck mal hier. Ihr wart richtig gut, ihr wart mal wieder so gut. Nice. Sehr gut gespielt. Nein, Chat schreibt auch, ihr habt gut gespielt. Chat schreibt auch mal was Liebes. Toll. Komm, gönn's auch mal. Große Klasse, mega gespielt. Gut gespielt. Oh. Geniales Team, alles perfekt gemacht. Nice. Also, insane. Richtig rasiert. Ja. Alter, so, wir sind halt echt gut und jetzt ist mal ich voll langweilig. So hasse. Chat! Ja, ich kaufe noch schnell ein Feuerzeug, warte kurz. Ich glaube, mein Chat ist noch ein Feuerzeug hinzu. Ich hab noch eins. Look, da, danke, ja, aber der Putzi steckt die immer ein und klaut die dann immer. Naja, vielleicht. Also, ey. Ist so ein Puppe. Kleines Werbegeschenk. Okay. Toll gestorben, Timo. Noch nie solche Helden gesehen. Dankeschön. Klingt zum Glück noch ein bisschen ironisch. Ja. Dankeschön, Leute. War sehr mutig, ich bin stolz auf dich, Luchan, danke. Bist mein Liebster. Tickel, danke. So, seid ihr ready? Bist du auch? Look, da, danke für 5 Gifte. Look, da, okay.